Das heißt, wenn die Kinder zu wenig Geld haben zur Heirat, sollte man sie finanziell unterstützen. Und nicht, und jetzt kommt das nächste Problem. Ist dann Brautgabe. Da kommt man dann mit Brautgaben, die Dimensionen haben, wo Leute einen Kredit aufnehmen, der haram ist, weil die Hochzeit, die muss ja so schön groß sein, damit die Tante hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen auch nicht lästern kann. Was sind wir für eine Heuchlergesellschaft geworden? Der Prophet sagt, Abrakuhunna Aisaruhunna Muhuran, okay, Makol. Er sagt, die Ehe mit dem meisten Segen ist die mit dem leichtesten Mahar. Und jetzt kommen Jugendliche, die gerade angefangen haben zu arbeiten. Da wird gesagt, ja, muss man 20.000 Euro hinterlegen. Ich habe nicht gesagt, du musst kein Geld bezahlen, aber man muss auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Da müssen wir eine große Halle mieten und dann müssen wir das holen und das holen. Warum? Warum? Wer ist dein Maßstab? Dein Maßstab ist, wer die Tante hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Weil die könnte ja sagen, hast du gesehen, das Essen hat gar nicht geschmeckt und die Halle war billig. Und da waren ja viel zu wenig Leute. Worum geht's? Wer ist dein Maßstab? Das heißt, du willst viel Geld ausgeben, da muss am besten noch ein Konzert gemacht werden, was sowieso haram ist, damit auch schon mal der Segen der Ehe etwas verloren geht. Ja? Wo ist dein Maßstab? Und wie viele werden dadurch erstmal vor der Heirat gehindert? Ja, weil die sagen sich, das Geld kann ich gar nicht aufbringen. Ich habe nicht das Geld, um hier 20.000 Euro für eine Hochzeit zu bezahlen. Oder 5.000 Euro. Eine Ehe kann ganz einfach gemacht werden. Man mietet einen Raum in der Moschee. Das kostet meistens 200, 300 Euro. Man holt etwas zu essen. Für ein paar Leute, die kommen. Sagen wir, das kostet auch 200, 300 Euro. Ganz einfach kann man eine normale. Und wenn man das nicht hat, kann man es noch leichter machen. Im privaten Kreis zu Hause eine Walima machen. Mit Essen etc. Und das war's. So, man kann es ganz einfach machen. Aber eine Halle mieten und ein Konzert holen und das machen und hier noch was und da noch was. Hauptsache, aber weshalb? Hast du gedacht, die Ehe kriegt dadurch mehr Baraka? Das sehen wir ja an diesen ganzen Ehen, die so abgeschlossen worden sind. Nee, nur damit die Tante in Marokko oder in was weiß ich in welchem Land oder in der Türkei hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen nichts zu lästern hat. Damit man nicht sagen kann, ja, das Essen hat aber nicht geschmeckt. Was ist unser Maßstab? Was ist unser... Leute, und ihr wisst ganz genau, und ich weiß das ganz genau, hier sitzen jetzt einige Leute vor dem Bildschirm, hören sich das an und sagen, ja, stimmt, hast du recht. Das ist das. Und dadurch werden die Kinder daran gehindert zu heiraten. Und anstatt sie finanziell zu fördern, ja, und jetzt ist man natürlich nachher wieder sauer, weil ich habe ja die Älteren kritisiert, ja, ich kritisiere die auch. Weil ich einfach sehe, dass hier versagt wurde. Aber woher kommt das? Das ist diese Fehlerziehung. Das ist diese Fehlerziehung. Islam ist nicht mehr Call Allah, Call Rasulullah. Allah sagt im Koran, der Prophet sagt in der Sunna. Islam ist heute, mein Vater hat gesagt und der Taxifahrer hat mir erzählt und meine Tante hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, die sieht das so. Das ist das Problem. Das heißt, finanziell muss man die Sache leicht machen. Nicht so großes Mahar, nicht so, man muss keine. Natürlich, wenn jemand die Möglichkeit hat, eine große Brautgabe zu geben, steht da auch nichts im Weg, aber es ist einfach unrealistisch, weil man damit den meisten Leuten die Ehe versaut. Und manche machen sogar etwas, was verboten ist, um diese große Brautgabe zu bezahlen, beziehungsweise die große Hochzeit zu finanzieren. Da muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Ehe, die eigentlich ein Bund sein soll, um Allah näher zu kommen, um etwas Gutes zu tun, die wird schon von vornherein mit etwas vermischt, was vollkommen verboten ist. Das ist ein Witz, ist das.